just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Das musste ich leider im Let's Play mal sagen, da bin ich jetzt ein bisschen angepisst. Nee, benutzt Menschenbild, damit du vielleicht auch noch Hilfe holen kannst und dann ist erst was passiert, du stirbst dran, weil du im Gang festpackst. Vielen Dank, liebes Spiel, vielen Dank. Man nennt mich übrigens auch Flamey Boy. So, komm mal her, Kleiner. Und da ist er. So, wir müssen ihn backsteppen die ganze Zeit, das ist wichtig. Oh, Alter, wir machen Damage. Wir machen verdammt viel Damage. Komm schon, komm schon. Wir machen verdammt viel Damage. Oh, geil. Also maximal 2 Hits können wir uns erlauben, dann müssen wir weggehen. Oh, da habe ich sogar 3 gemacht, hast du gesehen? 5 Hits waren das. Autsch, das war jetzt zu viel. Okay. Jetzt keinen Scheiß machen, Alles schön, alles schön. Und wir haben gewonnen. Boss besiegt. Erster Durchlauf. Nice. Sehr geil. Drachenreiterseele. Oh, hoffentlich kommt der Typ jetzt nicht rein. 12.000 Seelen haben wir. Jetzt holen wir noch ganz kurz diese 200, die hier liegen. Dann würde ich sagen, machen wir den Typ da draußen nochmal Platz, der jetzt steht und auf uns wartet. Na, Junge, was läuft bei dir? Ah, das wird im Schritt? Ah, du kommst hier durch den Eingang durch, das ist ein bisschen doof. Dann habe ich mich gerade nicht gerechnet. Macht aber auch nichts, bis ich mich trotzdem tot. Oder auch nicht. Halsmaul. Seine Freunde nannten ihn Halsmaul. Er war ein sehr nerviger Gesell. Ja. Also, das war jetzt... Ich muss sagen, im anderen Account habe ich, also im Privataccount habe ich den auch schon bald gemacht alleine. Da hat es ein bisschen gedauert, bis ich gerafft habe, dass man den backsteppen muss, den Typen. Und dann würde ich sagen, entzünden wir das Leuchtfeuer. So, und dann, wer bist du? Ich kenne mich mehr, ja. Sprechen. Warum muss ich eigentlich jeden das anhitten? Are you from these parts? My name is Lysia. Hallo Lysia. To spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Die ist ja sehr wichtig für uns, weil diese Dame verkauft Zauber, Heilen, medizinische Heilung, Anzug der großen Heilung, Auffrischung, prächtiges Leben, schmeichelndes Gebet, Wucht, Blitzspeer, Rückkehr. Was ist denn Rückkehr? Der interessiert mich, weil damit können wir, glaube ich, nach Hause kommen. Einfach so. Okay, kaufe ich mal. Rad, weiß ich nicht, was das sein soll. Blitzspeer klingt auch lustig, hat aber nur 3 Aufladungen. Deswegen lasse ich das erstmal momentan. Lass mal. Wir können das später immer noch kaufen, wenn wir das Geld übrig haben sollten. Achso, ich guck mal, was hier so... Was wollt ihr von mir? Ungenügende Attribute. Die Kauber kann nicht gewirkt werden, okay. Für Blitzspeer brauchen wir das Sternchen auf...
18, dann reisen wir mal nach Majula. Was ist denn bei dir jetzt schon wieder kaputt? Mir. Du heulst schon wieder so rum, was ist denn los? Ich muss gerade gegen einen Boss kämpfen in einem Giftbecken. Wo ich nebenbei vergiftet werde. Klingt doch gut. Ja, klingt auf jeden Fall leicht. Ich sehe dein Problem nicht. Leicht. Ich weiß auch nicht, was ich habe. Okay. Der Stern muss auf LOL. Willen. Zaubergeschwindigkeit. Das können wir jetzt drei Level... Ah, wir brauchen dafür Level 11 oder so. Okay, dann leveln wir das mal. bestätigen, ja. Ich glaube mich auch nicht. Hauptsache wir leveln irgendwas. Habe ich denn mittlerweile was zum Essensvakuum verstärken wieder? Nee. Ich glaube, das sagt ja, wie man Essensvakuum verstärken kann. Bin mir nicht sicher. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Dankeschön. Lloyds Talisman verhindert Estus-Wiederherstellung in einem Gebiet. Warum sollte ich verhindern wollen, dass meine Estus wiederhergestellt wird? Frage. Ja, dazu mal eine ganz gute Antwort, aber... Leider kann ich... Wir bräuchten jetzt für... Also wir bräuchten... Moment, wir bräuchten für den Zauber... Moment, für den Zauber brauchen wir... Level 18 müssen wir da erreichen. Für diesen Zauberrückkehr. Und dann können wir immer nach Hause zurückkehren wahrscheinlich. Und wir sind Level... 7. 11 Level auf Willen. Wow, krass. Okay, ich würde sagen, da können wir noch eine Weile farmen. So, ein bisschen. 1-2 Bosse. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zurück zum Dings, weil wir haben ja sowieso nichts anderes zu tun gerade. Siegel des Wächters ist der Ring des blauen Wächters, leistet einen Eideltrag diesen Ring und macht irgendwas damit, denn so schnell kann kein Schwein die Ladebildschirme lesen. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal die ganzen Ritter hier nochmal ab. Um wenigstens ein bisschen zu leveln. Ja. Noch eine Rolle. Und bam. Nee. Die ist ganz schön nervig mit dem großen Schwert. Weil er eine extreme Reichweite hat. Geborstener blauer Ohrkapfel, okay. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen das Rechnen für ein nächstes Level zum Aufleveln. Eigentlich sollte ich es gleich leveln, bevor ich mein Leben wieder verliere. Das wäre, glaube ich, sehr intelligent. Im Endeffekt bin ich nur stärker und kann schneller fahren, wenn ich gleich level. Und wir verlieren es eventuell nicht. Das wäre ein bisschen doof. Geht ja schnell, wir reisen kurz nach Majula und machen alles platt. Schwarzer Reinkristall, ein Symbol des Abschieds, das schon seit Urzeiten weitergereicht wird. Okay. Sprechen. Ja, bitte einmal leveln bei dir. Und zwar den Willen. Dankeschön. Den kostenlosen Nachhause geben sehe ich immer als sehr positiv an. Weiß nicht, vielleicht kann man das dann auch mittendrin machen, wenn man so mitten im Kampf ist, dass man dann einfach schnell nach Hause geht. Das wäre vielleicht natürlich auch ziemlich geil. Ich probiere einfach mal drauf hinzuleveln, vielleicht bringt's ja was. Handaxt, eine große Handaxt. Toll. Akrobe Handaxt. Nicht mal lesen kann ich. So. Dann wollen wir mal hier nochmal hin. So, wir gehen mal ein Stück weg. Und dann können wir schön draufhauen auf den Typen. Der reicht uns wahrscheinlich nicht mal. So, gute Nacht. Hier hat man dir ein Blatt gemacht, ohne ein Leben zu verlieren. Haben also noch drei verstärkte Essensfalkons momentan. Und ich könnte eigentlich mal die großen Seelenpfeile ausrüsten.
So, komm mal her. Hab da ein Wörtchen mit dir zu reden. Es tut weh. Ist schon klar, dass du mir weh tust, oder? Oh oh. Alter. Kurz erst das Falkon trinken. Ich hab da mal einen Gegenstand. Gegenstand? Alter, oh lol, sag nicht, dass ich jetzt auch noch dazu den Helm kriege. Krass, wir kriegen auch den Helm dazu. Alter, ich glaube, wir können jetzt die ganze Ritterrüstung, farmen. Den wäre krass. Na komm. Autsch. Oh oh. Schön mal so. Und essen. So. Oder trinken, was auch immer man macht. Alter Ritter. Lol, wir kriegen die ganze Rüstung. Ich glaube, Stulpen waren Handschuhe. Wir kriegen die gesamte Ritterrüstung zusammen. Wie krass. Oh. Oh, der ist gestorben. Cool. Mit. Oh. Alter. Die geben mir leicht auf den Keks, gell? So. Gute Nacht. Boah, der war aber nervig jetzt. So, hier nochmal ganz kurz ein Estus-Flakon neben dem letzten. Der war ja richtig nervig jetzt gerade. So, ist hier irgendwas, was wir auffarmen können? Nee, hier liegt nichts. Nee, okay. Gehen wir mal nach oben. Das ist der für ein Schwert. Achso, das ist glaube ich dieses heilige Schwert, was ich nicht nehmen kann. Dieses Bastardschwert ist das glaube ich. So heilig ist das gar nicht, aber es ist ein Bastardschwert. Lol. Ich habe bestimmt von hier, wie geil. Tschüss. Gibt mir nichts, schade. Okay. Dann gib mal her. Da war eine Treppe runter, habe ich gerade eben noch gesehen. Da unten sieht man, dass das eine Treppe und da liegt noch was irgendwie. Bäm. Alter, krass, wie die Ketten dann noch so wackeln. Schon geil gemacht. Alter, schon mal der Lebensstein. Was haben wir hier? Falle? Nee. Ring des Bindens und Menschenbild. Was ist denn der Ring des Bindens? Der Ring des Bindens ist begrenzter TP-Abzug als Hülle. Ah, sehr schön.
Wenn wir so weniger TP abzug, wenn wir in der Hülle sind, das ist sehr, sehr schön. Man sieht schon da, und das Leben regeneriert sich sogar gerade. Und das regeneriert sich auch nicht langsam. Das regeneriert sich echt schnell. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Also die Regen, die wir momentan haben, gefallen mir. So, dann wollen wir mal schauen, was hier auf der Treppe jetzt noch liegt. Hoffentlich irgendwie eine große Seele von Soldaten aus. Das ist ja ziemlich geil. Hurra für Leichtsinn. Göttlicher Segen. Ist bestimmt einer zu weit gelaufen oder so. Kann ich mir gut vorstellen bei der Nachricht. Da oben, wo ich gerade vorstand, das ist der nächste Bosskampf. Den habe ich allerdings noch nicht besiegt, muss ich gestehen. Den habe ich noch nicht tot gekriegt. Warum sollte ich mich da hinstellen, wenn ich auch so blatt machen kann? Alter. Ich hätte nicht gerafft, dass ihm sein Schild nichts bringt. Aber soll mich nicht stören. Okay, der schießt gerade aus, das heißt, ich krieg den so nicht. Aber so krieg ich dich. So. Hab mal ein Blatt gemacht, können wir noch einen Gegenstand aufheben. Geborster blauer Augapfel. Sehr schön. Hier gehen wir mal nochmal nach Majula. Wir haben 3700 Seelen. Schauen wir mal, was wir gerade gefunden haben für die komische Seele. Und dann wollen wir schauen, was wir da jetzt zusammenkriegen. Schwere Armbrust. Große Armbrust, die großen Schaden anrichtet. Sprechen. Träger des Fluchs, bla 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 bla. So. Wir können auf jeden Fall skillen den Willen. Wir können skillen den Willen. Auf 9, das heißt unsere Blitzabwehr steigt. Unsere Waffe. Ich gucke, ob ich vielleicht noch was anderes skillen kann, weil ich ist zwar wichtig, aber ich möchte auch gerne noch andere Dinge skillen. Zum Beispiel prinzipiell das hier, aber das bringt gerade überhaupt nichts, den Zauber zu skillen, habe ich so das Gefühl. Könnten Vitalität mal ein bisschen skillen, ist ja vielleicht ganz praktisch. So, dann gehen wir zurück. Und schauen mal, was wir da für ein komisches Ding im Inventar haben. Wo waren das? Alter, schimmernder Lebensstein, schimmernder Lebensstein, Lebensstein, Menschenbild. Wir haben doch irgendwas gefunden. Hä? Ich bin verwirrt. Ich habe übrigens mittlerweile fast die gesamte Rüstung, Florian. Mir fehlen nur noch die Schuhe, dann habe ich die gesamte dritte Rüstung. Ja? Ja, alles Tropfen. Haben die, lassen die alles Tropfen. Ich habe mega Resistenzen. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Turm. Wir können es ja mit Fernkämpfer probieren, den Blatt zu machen. Allerdings. Ich weiß jetzt, dass es so einfach ist. Wo geht's denn hier lang? Ach schön, hier geht's ja noch weiter. Liegt hier was? Nee. Stimmt, hier geht's ja noch weiter. Da war ja was. Ah, da können wir jetzt super farmen. Sehr schön. Klosteramulett. Leute, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich. Jetzt weiß ich wahrscheinlich gar nicht mehr, was ich ausrüsten soll. Nee, ist Amulett ist was anderes, okay?
dachte schon, ich habe 5 Ringe, dann müsst ihr mir jetzt aussuchen, was ich nehme. Das wäre ja katastrophal. Ich glaube bloß, dass auf diesen engen Gängen mein Schwert ziemlich sinnlos, mein... Oh. Okay, der hat mal Blatt gekriegt. Warte. Sehr schön. So, und noch 2 Schläge und tot. Hätten wir den auch. Okay, gut. Ja, da geht's weiter. Guck mal erstmal hier lang, was hier noch ist. Hier haben wir ein Menschenbild und ein dunkle Pastillen. Hier haben wir Seele eines stolzen Ritters. Und hier haben wir Hellebarde des alten Ritters. Das sieht alles sehr gut aus. Und dann gehen wir mal hier runter und schauen, was hier ist. Das ist ziemlich geil. Warum sollte man sich schwer machen? Das ist es. Okay. Da ist einer. Geil, wir treffen ihn so. Tschüss. Und er hat mir den auch platt gemacht. Oh, geil, geil, geil. Okay, warte. Was haben wir hier? Eine Runde nicht, das ist geil. Okay. Eine Runde nicht habe ich gerne. Da kann man sich auch voll viel leisten davon. Zum Beispiel... Nichts. Zum Beispiel einfach nichts. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt nichts. Wir können aber hier runter. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich fahre gerne einfach irgendwelche Fahrstühle runter, von denen ich nicht weiß, wo ich hinkomme. Das ist ein Hobby von mir. Ich höre gerade, ob ich irgendwo Gegner finde, aber hier scheint noch alles ruhig zu sein. Noch. Natürlich fährt der Fahrstuhl hoch, das ist... Ich hab keine Frage. Und hier sind wir anscheinend jetzt im überfluteten Teil des der Katakomben oder wo auch immer wir sind. Gut, ist das ein Braindev ist? So. Der wäre erledigt. Dahinter ist eine Tür. Kommt man da irgendwo hin? Wahrscheinlich schon, deswegen gehe ich erstmal nicht da durch. Sieht aber hier genauso aus wie oben, bloß halt überflutet irgendwie. Hier geht's auch irgendwo lang. Ich glaube, hier geht's wirklich lang. Und ich glaube, das, wo wir gerade da waren, da ist noch irgend so ein Zwischenstopp. Und ich merke gerade, ich habe die kleinen Sehnenpfeile ausgerüstet gehabt. Mal Nachricht lesen. Schatz voraus, okay.
So, sind wir jetzt einfach nach oben gekommen, oder was? Wir kommen jetzt einfach wieder nach oben. Das ist jetzt irgendwie... Läh? Wir sind auf derselben Etage wie gerade eben, bloß jetzt ist die ganze Etage überflutet. Wie sinnlos ist das denn bitte? Wir waren hier schon. Aber wir sind auf die Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Kennst du die Stelle? Welche? Wo du vom Heideturm runtergehst in dieses Labyrinth. Dann fährst du mit dem Fahrstuhl ewig lang runter und bist dann auf einmal derselben Etage, wie du vorher schon warst. Nee, da bist du nicht. Du musst irgendeinen Gang. Geht's dann weiter? Ja, nee, aber wenn du da runterfährst, da die Treppen wieder hochmarschierst, dann bist du auf derselben Stelle, wo du vorher schon warst. Das. Ach so? Ja, ja. Okay. Okay, wer bist du? What is it? Was ist euer Begehr? Ich möchte es dabei aber nicht belassen, holste Dame. From the land of Nira to the far east, across the mountains. They say Dran Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the ruins did not prepare me. Also auch ein Soul Hunter? I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be next. Ich verstehe die Dame nicht. Weißt du? Ach so, naja, ich mag Fremde eigentlich gar nicht. Bin hergekommen, um selbst für mich sehen zu ansprechen. Im nächsten Moment, ja, also wenn ihr Probleme habt, ruft mich einfach herbei. Hä? Wo ist denn da die Logik? Da bist du, ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht, was sie will. Diese Kinder, nichts anderes. Ich sehe es in ihren Augen. Obwohl sie eine Maske auf hat. Das muss das mal schaffen. Ja. Ach so. Hier hinten machen wir aber noch nicht lang. Jetzt in der Niemandswerft. Denn das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe an dieser Stelle jetzt erstmal heute für heute offline hier für euch. Denn wir gehen nochmal ganz normal Schule. Denn es ist schon um 1 Uhr nachts und ich habe morgen Fahrschule und ich habe keine Ahnung wann. Gürm Kriegerhelm, der Kriegerhelm vom Gürm Nomaden. Hervorragende Balance und sehr guter irgendwas. Ja, ich glaube fast... wir haben noch eine Seele vom großen Soldaten bekommen, ne? Genau, Seele eines großen Soldaten. Wir benutzen wir gleich mal. Bam, 2000 dazu. Dann kommen wir nämlich auch mal mit der Rat. Da rennt einer nackt hinter mir rum, okay. Wir steigen auf. Und zwar würde ich gerne nochmal die Vitalität erhöhen. Dass wir ein bisschen mehr wegstecken können. Sehr schön, das sieht gut aus. Und damit sind wir Level 40. Sehr schön. Gefällt mir. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr irgendwas machen wollt oder irgendwas sehen wollt im Display, dann schreibt es in die Kommentare und fühlt euch frei, euer Haustier mitzunehmen. Vergesst nicht, immer das Haustier mitzunehmen. Auch das Haustier möchte Let's Plays gucken. Nicht vernachlässigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Sagt tschüss. Ciao. Ich meine, du hättest. Aber du kannst auch tschüss sagen. Okay, tschüss. Die Rüstung ist voll edel und episch und so. Sieht echt cool aus mit dem Schwert in der Hand, so einer leuchtenden Rüstung. Naja, tschüss.